Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid willkommen geheißen an diesem Sonntagmorgen, dritter Fastensonntag im Jahr. Stellvertretung heißt momentan das Wort. Stellvertretend wird der Priester jetzt die nächsten Wochen hier an diesem Ort, in dieser Kirche, die heilige Messe, das Messopfer für die ganze Bevölkerung feiern. Ihr habt gehört, letzte Woche, letzten Sonntag, 87 Personen infiziert vom Coronavirus in Österreich, 4 in Oberösterreich, gestern Abend, eine Woche später, 655 Personen, die sich infiziert haben, 116 davon in Oberösterreich. Und wir haben von diesen drastischen Maßnahmen gehört, alle, die der Staat uns vorschlägt und auch die Kirche und alle Glaubensgemeinschaften sich entschlossen haben zu gehen, diese drastische Verringerung des sozialen Lebens, das momentan eben auch unser kirchliches Leben betrifft. Eine einzigartige Situation hat es nie gegeben in der Menschheit bis jetzt, dass die Kirchen ganz zugesperrt wurden für die Bevölkerung bei der Messfeier. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Es gibt auch positive Momente dieser Situation und die werden wir nützen, wir werden später darauf eingehen. Ich darf nur erwähnen, die große Bereitschaft des Volkes, sich zurückzunehmen, freiwillig auch noch mehr. Dann auch die Hilfsbereitschaft, die man untereinander spürt, die Achtsamkeit aufeinander. Ich glaube, dass auch viele das Gebet in diesen Tagen wieder verstärkt aufgegriffen haben. Und noch anderes mehr. Auch das Überdenken der Lebensgewohnheiten ist uns jetzt in einer ganz neuen Dimension gereicht. Was von dem, wie wir gewohnt sind zu leben, gut ist und lebensförderlich und was doch eher bedrohlich. Und dann, wenn man merkt, dass etwas nicht mehr stimmt, dann das nicht mehr zusammenpasst. Wenn uns das gelingt, da manches zu überdenken von unserer Hast, von unserem hinter dem Geld nachsein, von dieser globalen Vernetzung, die dann aber auch diese Abhängigkeit erzeugt, ja, unserer Gestaltung des religiösen Lebens, die Zeit, die wir für Familie und Freunde, Mitmenschen verbringen. Lauter Themen, die jetzt groß werden dürfen in dieser Stille, die uns die nächsten Wochen geschenkt werden wird. Wo wir selbst
etwas nicht im Geist Gottes gelebt haben. Lasst uns zu Beginn dieser Messfeier Gott um Verzeihung bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Gottes des Herrn, ich werde euch beweisen, dass ich heilig bin. Ich sammle euch aus allen Ländern. Ich gieße reines Wasser über euch, damit ihr rein werdet. Und ich gebe euch einen neuen Geist. Lasst uns beten. Gott, himmlischer Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen, und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes. Du bist der Retter der Welt. Gib mir lebendiges Wasser, damit mich nie mehr dürstet. Was du erlöst hast mit deinem kostbaren Blut. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von seiner Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir etwas zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also dieses lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser,
damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner sagte: Was suchst du? Oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagte nicht: Noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte. Seht, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht: Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht, und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben es selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ihr seid wirklich heute die Stellvertreter für eure Familien, für die Ortschaften, für unsere Pfarre. Und wir dürfen uns freuen, dass Jesus uns heute an diesem bemerkenswerten Sonntag dieses Wort mitgibt.
Wir haben es ja noch von letzter Woche im Ohr, der am Berg verherrlichte Jesus, von dem Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an ihm, auf ihn sollt ihr hören. Das war das Wort dieser Woche. Wir uns bemüht haben, in allen Situationen den verklärten Jesus vor uns zu haben und zu beginnen, an seine Worte zu denken, an das Wort, das passt für die Situation und es dann zu leben und auf einmal Licht in die Welt hereinstrahlen zu lassen. Das Licht der Ewigkeit, das Licht der Wahrheit, das Licht der Liebe Gottes, das Licht des Himmels. Das haben wir jetzt eine Woche geübt. Wir haben nicht gedacht, dass am Dienstag schon dieser Schatten der Wolke so auf uns fallen wird, von der auch die Rede war. Denn Jesus zeigt uns ja bei seiner Verklärung, ihr braucht euch auch nicht fürchten, wenn es dunkel wird. Er denkt schon an seine Leidensgeschichte, an seine Passion und an seine Kreuzigung. Deshalb zeigt er sich verklärt, um zu sagen, schaut, Gott hat alles in der Hand. Ja, haben wir gedacht in diesem Dunkel, dass auf einmal nichts mehr so ist, wie es noch vor einer Woche war, dass wir jetzt die richtigen Worte Jesu herannehmen? Eines davon ist mir gleich eingefallen. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Nur Mut, hab keine Sorge. Und das wollen wir jetzt anschauen. Was können wir aus diesen kommenden Wochen Gutes für uns und für alle, für die wir hier sind jetzt, mitnehmen und schöpfen? Beim heutigen Evangelium kommt es ja wieder vor. Drei Sätze sind eigentlich ganz wuchtig dabei. Der erste heißt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht und dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn bitten und er würde dir das lebendige Wasser geben, das ewiges Leben gibt, wo du nie mehr Durst hast. Das ist das erste Wort, das Jesus uns heute zusagt. Wenn ihr mich erkennt, wer ich bin, Gott mit euch, Erlöser der Welt, Erlöser des Lebens jedes Einzelnen, Heiland des Lebens jedes Einzelnen. Wenn du das wüsstest, dann würdest du anfangen, mich zu bitten. Und auf einmal würdest du von mir ewiges Leben bekommen. Göttliche Liebe, denn dieses Wasser ist nichts anderes als wie die vom Gekreuzigten her ausströmende Liebe Gottes, die nie aufhört. Das würdest du dir bitten und du würdest es bekommen und damit den Zugang zum ewigen Leben. Das ist das Erste, was wir auch machen werden jetzt in diesen Tagen. Hoffentlich schon von heute weg, mit euren Lieben zu Hause und ab morgen und übermorgen und jeden Tag. Es wird eine Zeit des Betens sein. Das haben die Bischöfe auch gesagt, als sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, jetzt, um diesen Virus etwas eindämmen zu können in seiner Ausbreitung, dass nur mehr die Priester die Messe feiern, stellvertretend, dass die Leute zu Hause im Gebet sich versammeln sollen. Sie haben auch gesagt, dass sie die Fernseher einschalten sollen und mitschauen. Unser Missio-Direktor in Österreich, der auch in diesen Tagen sicher noch Worte der Auferbauung findet, sogar des Humors, er ist ein begnadeter Prediger, hat sofort eingerichtet, jeden Tag um 12 Uhr Mittag kann man über Missio Österreich die Messe mit ihm mitfeiern. Also das ist das Erste, Gott bitten im Gebet. Die Familien im Gebet versammeln. Übrigens, auch die Türen werden offen bleiben in der Kirche, auch hier sich zum Gebet zu treffen. Ich überlege, dass wir wohl den Allerheiligsten Herrn tagsüber stundenlang aussetzen werden, damit jeder auch vor der Eucharistie beten kann. Und wenn er mal nicht offen ist, dann einfach läuten beim Pfarrhof, dann werden wir den Herrn aussetzen. Ihr sollt nicht ohne Blick auf die Hostie bleiben müssen, diese Wochen. Das ist das Erste. Bittet ihn und ihr werdet den Zugang zur Ewigkeit bekommen. Untermauert wird das vom zweiten Satz. Die Stunde ist da, in der die wahren Beter Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Nicht auf dem Berg in Samarien, nicht im Tempel in Jerusalem. Wo du bist und wo du stehst, kannst du dich zu Gott erheben im Geist. Und in seiner Wahrheit beten, in der Wahrheit der Liebe. Gott will so angebetet werden, in der Liebe. Also auch das ist ein Wort, das wir jetzt üben können. Ganz bewusst
das Gebet zu Hause eben noch mehr Qualität kriegt, weil wir wirklich mit ihm reden, weil wir nicht nur Worte runter sagen, weil wir vom Herzen her bitten, dass das jetzt rasch vorbeigeht und dass es keinen trifft von uns, dass es alle, dass alle gesund werden bei uns. Wir beten auch für die, die schlechtere medizinische Versorgung haben, dass sie zumindest in der Seele gesunden, damit sie bereit sind, hinübergehen zu können in den Himmel. Das ist hier mit gemeint, die Qualität des Betens. Übrigens denke ich mir auch, wenn man bei der Messe dann mitfeiert, und ihr werdet es besonders am Sonntag spüren, dass euch was abgeht, wenn man da bei der Messe dann über den Fernseher mitfährt, vielleicht feiern wir es bewusster und achtsamer mit als je zuvor, was da alles passiert. Wir hatten gestern einen kleinen Vorgeschmack bei der Wochentagsmesse. Wenn ich Zeit habe, wisst ihr, was da passiert? Da dauert die Wochentagsmesse auf einmal 3/4 Stunden. Und es war die schönste Messe, die ich bis jetzt in Schönau zelebrieren durfte, weil jeder Satz und jedes Element der Reihe nach, was kommt bei der Messe, so ein Leben in sich hat und so eine Tiefe. Wenn es euch interessiert, schaut euch das auf YouTube an von gestern. Ich war wirklich sehr berührt. Ich habe übrigens auch in dieser Messe die Gedanken bekommen, was wir jetzt zu tun haben, damit es fruchtbar wird, diese Zeit. Also zu Hause ganz aufmerksam auch bei dieser Messübertragung mit dabei sein. Das ist das zweite Wort. Und das letzte Wort ist dann dieses: Wir haben erkannt, du bist der Messias, der Verheißene. Und nicht nur, weil es andere gesagt haben, wie diese Frau, die für ihr Leben erfährt, Barmherzigkeit, ihre Beziehungen, Gott bringt das in Ordnung, macht das heil. So fängt es an. Irgendeiner erfährt Heil von Jesus und der erzählt es weiter den anderen, aber es kommt dann darauf an, dass die Leute kommen und selber sagen, jetzt habe ich es bei mir selbst bemerkt, dass er der Heiland ist, dass er der Messias ist, der mir hilft und meiner Familie hilft und meinen Freunden hilft. Dort dürfen wir hinkommen. Ja? Wir haben erkannt, du bist der Messias. Das ist übrigens das Zweite, das uns die Wochen begleiten soll, dass wir Jesus jetzt nicht zur Seite schieben, wenn wir nicht mehr zur Messe kommen, sondern erst recht ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit mit seinem Hilfsangebot, was da ist über die kirchlichen Feiern, mit seinem Erlösungswerk, das er für uns vollzieht, mit dem Trost, den er uns gibt, dass auch die todbringende Krankheit uns nicht das Leben nimmt für immer. Dass das in die Mitte kommt. Darum auch diese Aufmerksamkeit beim Zuschauen. Ja, und der Papst hat noch dazu gesagt, was der Priester diese Wochen jetzt tun soll. Erstens, ein liebes Wort, er hat gesagt zu den Priestern, sie sollen, lasst uns beten für unsere Priester, dass sie den Mut haben, hinauszugehen zu den Kranken und die Kraft des Wortes Gottes und der heiligen Eucharistie zu ihnen bringen und zu den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, der Freiwilligen, bei dieser Arbeit sie priesterlich, geistlich zu begleiten. Also ich habe jetzt 100% Zeit für Seelsorge, habe auch schon angefangen damit, zu den Leuten zu gehen. Wir wissen, wenn wir gesund sind, wenn wir aufpassen, ist der Kontakt natürlich möglich. Also dieses, die Leute sehr wohl die Kommunion bringen, Krankenkommunion kann weiter ausgeteilt werden, wer sich krank fühlt, wird gekommen. Und das Zweite ist, er sagt auch, er redet nochmal von der Beichte. Er sagt, beichtet einmal, aber ehrlich. Und bemerkt, dass Gott mit euch reden will und sagt, bringt mir eure Situation, betet ehrlich, wie es wirklich um euch steht und redet mit mir. Ich werde eine Lösung für euch finden, sagt der Papst, das ist ganz gewaltig. Und das Beichten, das ist jetzt wirklich möglich, die ganze Zeit. So viel Zeit wie nie zuvor. Vielleicht nützt das schon der eine oder andere. Sein Leben einmal anzuschauen, im Dialog, im Gespräch mit Gott. Nicht irgendeine Routine, die man darunter lässt, hat der Papst die Woche ausdrücklich gepredigt. Ja. Es bringt nichts, wenn ihr im Kopf irgendwas sagt, hat er gesagt. Ihr müsst im Herz angerührt sein, das, was nicht gepasst hat, und das bringt es. Und dann erfährt ihr Heil dafür, in diesem Sakrament. Also lange Aussprachen sind möglich und dass die Lossprechung wartet. Das gehört zu diesem zweiten Punkt. Jesus mit seinem Erlösungswerk im Zentrum belassen jetzt. Den Kranken helfen, sich selbst in Ordnung bringen und schauen, dass uns das ewige Leben zeigt.
Und der letzte Punkt, den ich euch mitgeben will, der dritte, dass wir sehr liebevoll umgehen mit den Mitmenschen. Das haben wir eh schon, haben wir eh gut in uns. Achtsam, mitfühlend, vorsichtig auch natürlich. Warum? Damit die Leute an uns draußen sehen, aha, so ist ein Christ. Keine Angst vor der Krankheit, ja, sehr vorsichtig, dass er keinen ansteckt und sehr liebevoll, mitfühlend, wo man Hilfe braucht gegenseitig. Da sind die Österreicher sehr gut. Und da spürt man dann was von der Liebe Gottes praktisch und fangen vielleicht wieder welche an zu schauen, warum haben wir so eine Liebe. Wird die anderen um sich selber kreisen und auf sich selber schauen, hat der Christ den Blick auf den Nächsten. Und da ist noch viel christliche Kultur im Volk, das haben wir schon bemerkt. Wir, die wir in der Kirche uns nähern, sollten das besonders leben in dieser Zeit. Diese drei Dinge wollte ich euch heute mitgeben, passend zu den Worten des heutigen Evangeliums. Jesus ist der Brunnen. Die Kirche ist im Ort dieser Brunnen, wo Menschen herkommen können, ihr Leben bringen und dann das Heil erfahren. Und wenn wir es selber erfahren, dann werden wir zu diesem Brunnen, zu Hause, wo die Menschen durch uns die Worte Jesu und das Heil Jesu dann erleben. Amen. So lasst uns jetzt